So, hallo zusammen, Xabotchen wieder hier mit interessanten Entdeckungen in No Man's Sky. Heute möchte ich euch zeigen, wie man in Richtung Zentrum oder wo auch immer hin man möchte, statt 600 Lichtjahre Maximalentfernung insgesamt auf 1600 Lichtjahre springen kann mit einem einzigen Warpsprung. So, wenn ihr oben das erste markiert in der Galaxiekarte, die ihr mit Pfeil nach unten drücken könnt, dann wird euch der Weg ins Zentrum gezeigt. Das ist die gelbe Linie, der könnt ihr folgen. Und wie ihr seht, die Linie geht bis maximal 600 Lichtjahre. Und dann ist Schluss, weiter geht's nicht. Man kann da nicht weiter irgendwie klickern oder so. Das ist einfach nicht machbar in Richtung Zentrum. Das heißt, das wäre unser Warpsprung. Und ja, von da aus müssten wir dann wieder weiterspringen. Das wäre dann die Standardvariante. Allerdings könnt ihr dann Folgendes tun, wenn ihr, ich zeige das jetzt gleich mal, wenn ihr nochmal rausgeht aus dem Menü und in eurem Schiff folgende Sachen eingebaut habt. Und zwar logischerweise den Warpkern, hier den Hyperantrieb. Und dazu dann in Reihe geschaltet hintereinander weg den Reaktor Sigma, den Reaktor Tau und den Reaktor Theta. Also die drei Zusatzmodule mit ranfriemeln an den Hyperantrieb, sodass alle in Reihe geschaltet sind. Ja, das sind diese vier Sachen. Dann könnt ihr nochmal mit Pfeil nach unten im Weltall gedrückt, zeige ich das nochmal. Oben das erste, was man mit L1 wechseln kann, geht in Richtung Zentrum. Dann einfach die Richtung hier. Das wäre unser Standard, Weg, den wir gehen würden. Und dann kommen wir maximal auf höchstens 600 Lichtjahre, in diesem Fall 595 Lichtjahre. So, jetzt macht ihr also Folgendes. Wenn ihr die ganzen Sachen eingebaut habt, markiert ihr euch da hinten das Zentrum, geht auf den zweiten Reiter oben mit der R1-Taste und dann geht ihr mal ein ganzes Ende weiter rein. So, okay, es sind jetzt 1,6 noch Watt Knips. Das ist zu weit, das schaffen wir nicht. Wir gucken jetzt mal. Ich zeige euch das jetzt eben gleich mal. Wo ist die Grenze des Machbaren? 1,635 ist auch noch zu weit. 1,557. Das ist machbar. Wir gucken noch mal ein bisschen, ob wir noch ein bisschen dichter kommen. Demonstrativ. 1,642 ist zu weit. 1, hier, guck mal da. 1,596. 7. So, also die Grenze ist bei 1,6. Ja, das sind ganz gemütliche 1000 Lichtjahre mehr, die wir schneller rankommen. Das ist mehr als das Doppelte des absolut Machbaren. Und wir brauchen trotzdem bloß eine Warpzelle für die Aktion. Das ist super cool. Und so kommt man deutlich schneller und weiter voran. Auf dem Weg dahin, wo ihr dann möchtet. Es will ja nicht jeder ins Zentrum fliegen. Manch einer fliegt ja auch einfach nur von einem kleinen Sonnensystemchen zum nächsten. Aber wer halt das Ziel hat, ins Zentrum zu kommen, das sind ja 1,7 Millionen Lichtjahre ungefähr, die man zurücklegen sollte. Bei 1,6 wären das also 1000 Sprünge ungefähr. Um ins Zentrum zu gelangen. So, ja, letztendlich dann nach so einem Warpsprung vorzugsweise immer ab in so eine Raumstation, damit einmal gespeichert wird. Das Spiel stürzt ja ab und zu mal ab. Das ist ja hinlänglich bekannt. Und dann ist euer Sprung quasi beendet. Und wir sind jetzt knapp 1,6000 Lichtjahre weitergereist.
So, das war's gewesen. Relativ kurz diesmal. Viel Spaß beim Weiterreisen und Erforschen. Tschüssen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal.